Wahlström. Hi, Henrik. Hey, Nips. Hi, Herr Österbrock. Hi, Lasse. Hi, Knut. Hi, Schmiller. Mika, ich kann es dir einmal noch nicht genau sagen. Ja, weil ich heute 3 Meetings habe und niemand sagen kann, wie lange sich das zieht. Was? Nein, ich würde wahnsinnig gern mit dir zu dieser Eröffnung gehen. Das weißt du auch ganz genau. Doch, ich weiß, was für ein toller Typ du bist. Schließlich musst du ja zu mir passen, oder? Ich sag dir einfach später Bescheid, okay? Ich dich auch. Tschüss. Das ist die Kalkulation für die Internetpräsentation. Und das, nee, Quatsch, das ist für das Meeting mit dem Verband, der Buchhändler. Okay. Kalle ist schon da. Hi, Inga. Hi, Anka. Der ist ja süß, wer ist das? Das ist Lilly. Ein Freund ist ein paar Tage verreist, da passe ich auf sie auf. Aber Lilly zieht jetzt nicht hier ein, oder? Um Gottes Willen, nein. Nein, nein, okay. Außerdem, Anka, laufen schon wieder einige Verlage stumm, weil wir ihnen angeblich nichts mehr abkaufen. Wer könnte uns zwingen? Niemand. Morgen, Kalle. Gleich. Aber wenn noch weitere Kleinverlage wegen uns untergehen. Ole, sie gehen nicht unter wegen uns. Sie gehen unter, weil sie eine Ware produzieren, für die zu geringe Nachfrage besteht. Annika, da hat dein Mann für dich angerufen. Er sagt nicht jetzt. Warum muss ich mich eigentlich alle 3 Monate mit diesen Verbandsreinis treffen? Kalle! Annika, in Norwegen gab es vor 8 Jahren noch 800 Buchhandlungen. Heute sind es gerade mal die Hälfte. Kalle, vor 8 Jahren gab es in Norwegen auch noch wesentlich mehr Telefonzellen als heute. Sollen wir die wieder aufbauen? Annika? Nicht jetzt. Dieser Mann ruft jetzt schon das 3. Mal an. Ich drücke mich irgendwie unklar aus. Es geht um deine Mutter. Sie hatte einen Unfall. So. Verstehe. Ja. Nein, versprechen kann ich nichts, aber ich schaue natürlich, was ich machen kann. Denn ich kann es zurzeit einfach noch nicht sagen, ob es für mich in den nächsten Tagen überhaupt geht. Ja, aber erstmal danke, dass Sie mich
informiert haben, Herr Dr. Osterbro. Danke. Ja, wiederhören. Annika, ist sie? Nein, nein. Nein, sie ist wohl schwer gestürzt und dieser Arzt meint, dass sie in der nächsten Zeit nicht gut alleine zurechtkommt. Mein Vater hatte letztes Jahr einen Schlaganfall. Seitdem muss rund um die Uhr jemand bei ihm sein. Das hast du gar nicht erzählt. Ja, das ist Teil des Lebens. Irgendwann müssen wir Kinder für die Eltern da sein. Wenn es so einfach wäre, Inga. Weitermachen jetzt alle. Hi, Schatz. Hi, Annika. Sag mal, eins verstehe ich nicht. Warum ruft dieser Arzt eigentlich in deiner Firma an? Hat deine Mutter nicht deine Handynummer? Woher soll sie meine Handynummer haben? Auch wieder richtig. Jedenfalls musst du das ernst nehmen. Na, mein Problem ist, ich weiß nicht, ob ich sie überhaupt sehen will. Weißt du? Annika, natürlich willst du das. Hey. Ihr habt euch eine Ewigkeit nicht gesehen. Und sie ist deine Mutter. Das fällt dir ziemlich spät ein, oder? Trotzdem. Du musst dahin. Annika, Simon Brandt? Ja. Simon ist der Bruder. Freut mich. Wir haben telefoniert. Kommen Sie, geben Sie. Danke. Sechs Eier. Kneippbrö. Und zwei Torschgefilet. Ihre Mutter liebt Torschgefilet, Annika. Da. Sie sind gar kein Doktor. Oh ja, doch. Allerdings nicht der Medizin, ich bin Sprachwissenschaftler. Sie verkaufen Lebensmittel. Und jetzt verkaufe ich Lebensmittel. Er ist viel zu bescheiden. Er hat die meisten norwegischen Lieder und Sagen gesammelt und herausgebracht. Ja, ja. Helga Oesterbro, Sie müssen Annika sein. Hallo, freut mich. Wie schön, dass Sie kommen konnten. Ja. Wie Ihr Mann es geschildert hat, war es dringlich und es klang auch so, als ob er der Arzt meiner Mutter ist. Mein Titel benutze ich nur noch in Notfällen. Und das war einer. Wie lange werden Sie bleiben können, Annika? Zwei, drei Tage. Kommen Sie erst mal an. Nehmen Sie sich Zeit. Fjelland ist der perfekte Ort, um sich Zeit zu nehmen. Ihre Mutter ist zu Hause. Soll ich Sie fahren? Nein, danke. Ich gehe zu Fuß. Pfannkuchen mit Butterzucker und Heidelbeeren. Das mochtest du doch immer so gerne.
Ich wette, du hast jetzt immer nur Orangensaft und frisches Müsli morgens. Jetzt lass dich erst mal ansehen. Gut, sieht so aus. Hallo. Hallo. Annika. Ach so. Danke. Bitte, komm doch. Nur zu meiner Information bedeutet das, dass ich wegen dem da hierher gekommen bin. Ach so. Nein, ich habe das ja auch gesagt. Ich habe das dem Arzt gesagt, dem Dr. Jakobsen und auch Simon. Das ist ein Freund von mir, das ist der Lebensmittelhändler. Also eigentlich ist er ja ein Sprachwissenschaftler. Ich weiß. Aber die haben sich eben Sorgen um mich gemacht und völlig unnötig, wie du siehst. Was denn überhaupt passiert? Gar nichts. Ah, Stolperer, ich bin die Treppe runtergefallen. Ja, und jetzt tun alle so, als stünde ich schon mit einem Bein im Grab. Und das da? Ist nur angebrochen. Die Fähre zurück geht in 4 Stunden. Lass uns zusammen essen. Ich habe draußen gedeckt. Ich habe dich so lange nicht gesehen. 25 Jahre. Ja. Ja. Erzähl. Ich bin 36 und leite den größten Buchhandel online Norwegens. Meine letzte Steuererklärung belief sich auf rund 700.000 Kronen. Ich habe eine Wohnung im Oslo Fjord, die zu 2/3 abbezahlt ist. Und ich habe auch einen Freund, der Michael heißt und Staatssekretär im Kultusministerium ist. Ich wähle die Liberalen. Ich sehe gern. Und ich mag Romantic Comedies, vor allem wenn George Clooney mitspielt. Falls sich jemand fragen sollte. ...25 Jahre. Schon merkwürdig mit der Zeit. Es denkt man, man hat alle Zeit der Welt. Das sieht man über Nacht, das stimmt nicht. Ist doch schön, dass dir das jetzt auch klar wird. Du warst ja lange sehr beschäftigt. Hatte das dein Vater gesagt, dass ich zu beschäftigt bin, dich zu sehen? Ja, das hast du mir gesagt. Vor langer Zeit. Als du das einzige Mal in Oslo warst und du hattest exakt 2 Tage Zeit. Und als ich dir gesagt habe, dass ich mir wünsche, dass du bleibst, hast du geantwortet ganz knapp, Mama muss wieder nach Haus. Ja. Ich hab nicht gewusst, was ich dir sagen soll. Was sagt man einem 11-jährigen Kind? Keine Ahnung, ich habe keins. Ach. Willst du keine? Nein. Ich finde, Kinder sollten nicht darunter leiden müssen, wenn die Eltern ihren Weg gehen. Annika! 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 Henrik. Schwester! Schwester, Schwester! Henrik! Schwester! Schwester! Lass deine Schwester erst einmal ankommen. Oh, das tut weh. Das tut weh! Ja. Das tut weh. Schwester! Halbschwester, Halbschwester.
Nee, Hendrik, bitte. Hendrik, Annika packt ihre Sachen selbst aus. Das sind ihre Sachen. Hendrik. Fjellands Fjord, Lieblingsfjord von Kaiser Wilhelm II. Fjord im englischen Firth, im deutschen Förde. Der größte Gletscher der nördlichen Hemisphäre floss in einem Trogtal von den Hängen des Kaledonischen Gebirges und geriet in den Gezeitenbereich. 2,8 Milliarden Kubikmeter Wasser. Tut mir leid, das wusste ich nicht. Natürlich nicht. Wie er klein war, da waren wir alle noch zusammen. Da haben wir eben gedacht, er ist ein Spätentwickler. Und wenn er geschrien hat und so unruhig war, dann habe ich ihn eben rumgetragen, stundenlang. Aber dann hat er sich nicht mehr anfassen lassen. Nein, hat er gesagt, nicht anfassen, das brennt auf der Haut. Es war bitter. Ja, dann sind wir zum Arzt. Und der hat uns gesagt, Autismus, eine Form von Autismus. Das war nicht leicht für deinen Vater. Naja, wahrscheinlich für niemanden, oder? Ja, wahrscheinlich. Ich komme jetzt ganz gut damit zurecht. Man muss eben wissen, was Henrik kann und was er nicht kann. Er ist wie ein Kind. Er fühlt und denkt wie ein Kind. Von sich selber spricht in der dritten Person. Henrik kann, Henrik möchte. Auf der anderen Seite hat er ganz unglaubliche Fähigkeiten. Er hat ein fotografisches Gedächtnis, das macht dir fast Angst. Alles, was er sieht, was er hört, was er liest, das weiß er für immer. Das speichert er. Ja, es sind die einfachen Dinge, mit denen er nicht zurechtkommt. Er vergisst das Essen, er vergisst sich anzuziehen, er kann nicht mal seine Schuhbänder zubinden. Ja, es sind die einfachen Dinge. Möchtest du noch, bevor du zurückfährst, durch den Ort gehen? Ja, gerne. Hast du gewusst, dass der erste norwegische Buchverlag hier in Fjärland gegründet worden ist? Ach ja? Und auch die erste norwegische Buchhandlung war hier in Fjärland. Mhm. Naja, und dann hatte ich eben so eine Idee. Ein Buchdorf. Natürlich haben am Anfang alle gedacht, dass ich spinne. Und ja, aber jetzt sieh mal, was daraus geworden ist. Es kommen so viele Menschen zu uns. Fast schon so viele für das kleine Fjärland. Naja, und die lieben unsere Antiquariate und unsere Bücherstände, die stöbern da. Es wird ja in jedem Haus werden hier Bücher verkauft. Viele Menschen kommen hierher, weil sie Bücher suchen, die sie anderswo nicht finden. Sie wollen in die Bücher hineinlesen und mit den Büchern blättern. Und hast du gewusst, dass viele Menschen an Büchern riechen? Ja. Sicher kannst du dich noch an den Geruch von deinem ersten Märchenbuch erinnern. Nein. Schade. Ich finde, wenn man ein neues Buch bekommt, dann ist dieser ganz besondere Geruch wie ein Versprechen. Sag mal, und wie ist das alles archiviert? Wir arbeiten mit handgeschriebenen Inventarlisten. Herr Frönsquart. Hi. Kannst du dich noch an Annika erinnern? Das letzte Mal konntest du gerade über die Mauer vor der Kirche schauen. Bin ich schon so alt? Nein, die Mauer ist kleiner geworden. Und was machst du jetzt? Annika lebt in Oslo. Sie leitet den größten norwegischen Buchhandel. Online. Oh, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wir haben die Listen. Der Rest ist hier drin. Und was hier drin nicht ist, das... Schwester! 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 Hey. Schwester! Hey. Schwester. Mann! Henrik! Mann, oh, es tut weh! Ah.
Das wollte Annika nicht. Annika wollte das nicht. Hendrik, haben wir eine englische Ausgabe vom Graf von Monte Cristo? Bei 62, Abschnitt F, vierte Etage links, Doc Pitch Verlag, Boston, achte Ausgabe von 1977. Ohne deine Mutter gäbe es das alles hier nicht. Paul, bitte lass es. Ohne sie gäbe es das ganze Dorf nicht mehr. Wieso macht sie das? Herr Gott, nochmal, er freut sich. Er freut sich, seine Schwester zu sehen. Ich habe ihm doch so viel von dir erzählt. Mein Gott, ist das so schwer zu verstehen. Oh, Entschuldigung, ich bin es nicht gewohnt, dass mich jemand dauernd zerquetscht oder mir ins Gesicht schlägt. Ist das aber so schwer zu verstehen? Aber das war doch nicht so schlimm. Was ist denn? Ich werde mich ein bisschen hinlegen. Kann ich dich um was bitten? Ja, klar. Und noch die Spaghetti. Der Halbbruder liebt Spaghetti. Wissen Sie was? Erzählt sie sogar. Erzählt Spaghetti? Wenn Sie mir nicht glauben. Danke. Sie müssen wissen, dass wir alle hier Ihnen überaus dankbar sind, Annika. Ja, wissen Sie, das war keine gute Idee mit meiner Mutter und mir. Natürlich ist es nicht leicht. Aber jetzt sind Sie erst mal hier. Ja, noch eine Stunde. Meine Fähre geht um 3. Sie meinte selbst, dass das alles etwas übertrieben ist. Dann hat sie gar nicht erzählt, dass sie fast gestorben wäre. Dass sie was? Dass sie fast gestorben wäre. Sie sprach von einem kleinen Stolperer. Ein kleiner Stolperer, ja, das ist genau das, was sie sagen würde. Der kleine Stolperer ihrer Mutter war ein veritables Schädelhirntrauma, das zwischenzeitlich zu interzerebralen Blutungen geführt hat. Die Ärzte in Songdal konnten die Blutung stoppen, aber sie lag 5 Tage lang auf der Intensivstation. Und Henrik? Henrik? Der war vollkommen durcheinander. Er hat sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, bei uns zu wohnen. Daraufhin zogen wir in Pernilles Haus um. Naja, er ist total auf Pernille fixiert. Annika, so ist er nun mal. Wir erzählten ihm, dass Pernille verreist sei. Irgendjemand sagte nach Italien. Daraufhin studierte er tagelang alle möglichen Landkarten. Jetzt kennt er jeden italienischen Feldweg. Henrik, die Tassen kommen ins Regal. In die Schublade kommt das Besteck. Löffel, Gabel, Messer. Spaghetti. Ich bleibe. Eine Woche. Danke. Du musst jetzt sagen. Okay. Jetzt? Das ist doch Quatsch. Zähl nach. Was? Ich soll das alles? Oh Gott. Oh Gott.
Jetzt muss ich das alles zählen. Gut. Eins, zwei, drei. Wahnsinn. Das gibt's nicht. Trink einen Schluck Wein, sagte der Hase im aufmunternden Tonfall. Alice sah sich auf dem Tisch um, doch außer Tee gab es dort nichts. Ich sehe keinen Wein, bemerkte Alice. Es ist auch keiner da, sagte der Hase. Dann war es nicht sehr höflich, mir welchen anzubieten, beklagte sich Alice. Es war auch nicht sehr höflich, einfach an unserem Tisch Platz zu nehmen, erwiderte der Hase. Zu Ostern, auf dem Bauernhof. Dein Vater mochte das Foto nicht. Er guckte so ernst. Das war ganz kurz vor eurer Trennung, oder? Ja, einige Wochen vorher. Gleich danach sind wir zu einem Neurologen, der hat uns dann bestätigt, dass Henrik niemals wie andere Kinder sein wird. Dass er immer Hilfe brauchen wird. Dass er behindert ist. Aber das war doch nicht der Grund für die Trennung. Kurze Zeit später hat dein Vater mich verlassen. Dich hat er mitgenommen. Ich glaube, dein Vater hätte mit einem behinderten Kind leben können. Aber nicht mit dem Kind von einem anderen Mann. Was ja vermutlich auch nicht ganz einfach ist. Vermutlich. Dass ich ihn betrogen habe, das hat er mir nie verziehen. Aber natürlich hat er selbstverständlich von mir erwartet, dass ich all seine Frauengeschichten verzeihe. Musst du Henrik jeden Abend ins Bett bringen? Ja. Und mit ihm lesen. Und wenn du es mal nicht mehr kannst? Warum soll ich das nicht mehr können? Möchtest du noch ein bisschen Wein? Nein, danke. Ich muss noch ein bisschen arbeiten. Ich habe eine Menge Mails bekommen den Tag über und die muss ich jetzt beantworten. Können das nicht deine Angestellten tun? Wenn das meine Angestellten machen könnten, dann müsste ich das ja nicht machen, oder? Klar. Ja, das findet nicht jeder so toll, dass ich hier quasi eine Woche aussteige. Ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Mama, Herr Österbro sagt, dass du dich auf jeden Fall schonen musst, dass du nicht so weitermachen darfst. Herr Österbro ist ein Mann. Alle Männer sind Hypochonder. Die kriegen doch schon Panik, wenn sie nur einen Schnupfen haben. Ist dein Freund nicht auch so? Der Kultusminister, der wie George Clooney aussieht? Zeig dir ein andermal. Ja. Machst du mir eine Liste? Was für eine Liste? Mama, es ist so, ich wurde angerufen, hier hinzukommen. Das ist der Grund, warum ich jetzt hier bin. Und du erzählst mir nicht mal, wie es dir wirklich geht. Gut, musst du auch nicht. Aber da ich schon mal hier bin, kann ich mich genauso gut nützlich machen. Nur dafür muss ich wissen, was ich dir abnehmen kann. Also, mach mir bitte eine Liste.
Ich mache dir eine Liste. Gute Nacht. Schlaf gut. Danke. Gute Nacht. Wie ist es dort oben? Ich bin gerade hier in meinem alten Zimmer. Und ich hatte total vergessen, dass ich die ersten 9 Jahre meines Lebens jeden Tag aus diesem Fenster geschaut habe. Wie geht's deiner Mutter? Überhaupt nicht gut. Aber sie redet nicht darüber. Will nicht oder kann nicht. Weiß ich nicht. Ruf mich an, wenn du mich brauchst, ja? Ich ruf dich auch an, wenn ich dich nicht brauche. Schön. Mika? Ja? Ich habe einen Bruder. Was? Ich habe einen Bruder. Du kannst mein Fahrrad nehmen. Aber Vorsicht, der erste Gang ist der dritte Gang und den zweiten Gang gibt's nicht. Okay, okay. Also als erstes zum Buchlager, ja? Ja, der Herr Brönsgard weiß Bescheid, er wird dir alles sagen. Alles klar. Dann ist der Henrik nach, er weiß den schnellsten Weg. Hey Ibsen! Hi Annika! Hi Herr Österbohl! Hi Andrik! Hi Andrik! Hi Andrik! Hi Lasse! Hi Knut! Hi Schmiller! Als erstes gehen wir die Bestände durch, damit wir immer auf dem Laufenden sind. Okay. Dann bestückst du die Buchkästen überall im Dorf. Von den Antiquaren bekommst du die Einnahmen. Okay, wie genau läuft das mit den Buchkästen? Wer bedient da? Tja, man nimmt sich ein Buch und dann geht man in einen der Läden und zahlt. Also man könnte auch nicht zahlen. Also, ich denke, man könnte ja, aber wenn man ein Buch will, dann will man doch auch, dass es einem wirklich gehört. Gut, okay. Und um 19 Uhr gehst du zum Leseabend im Hotel Mündal. Oh, okay, gut. Ich bin Annika. Hi, Annika. Hi, Henry. Du bist Arnold. Hi, ich bin Annika. Hätte es wie ein Raubtier mit meinen Zähnen benagen und mit meinen Klauen zerreißen müssen. Diese Überlegung machte mir die Güte der Vorsehung gegen mich erst richtig deutlich. Und Dankbarkeit erfüllte mich für meinen gegenwärtigen Zustand mit all seinem Unglück und Ungemach. Und auch hier möchte ich wieder diejenigen, die im Unglück so leicht sagen,
Ist irgendein Unglück dem meinen gleich? Zum Nachdenken mahnen. Sie mögen sich nur vor Augen halten, wie schlecht es anderen Menschen ergeht. Und um wie viel schlechter es ihnen selbst ergangen wäre, hätte es der Vorsehung gefallen. Das Haus hätte abbrennen können. Es steht aber noch. Und das schon ziemlich lange. Was heißt das? Passiert es öfter? Ja, es passiert öfter. Was? Du kannst nicht 24 Stunden am Tag auf ihn aufpassen! Er muss aber 24 Stunden am Tag für ihn da sein. Was willst du denn? Du kommst hierher nach zwei Tagen, willst du mir sagen, wie ich mit Henrik umgehen soll? Das stimmt doch überhaupt nicht! Nein. Entschuldige. Annika. Henrik wünscht sich so sehr etwas. So sehr. Ihr wart doch, wie ihr klein wart. Oft zusammen, alleine auf dem Bäuerbrenn. Hast du mich allein mit ihm raufgelassen? Ach, du warst doch immer so großartig mit ihm. Da musste ich überhaupt keine Angst haben. Bäuerbrehe. Ja, morgen gehen wir zum Bäuerbrehen, Henrik. Ja, Bäuerbrehe. Aber ich will nicht unter all diesen Verrückten sein, protestierte Alice. Da wird sich nichts machen lassen, bedauerte die Grinsekatze. Hier sind alle verrückt. Ich bin verrückt. Du bist verrückt. Aber
Aber woher willst du wissen, dass ich verrückt bin? Wolltest du alles wissen? Du hast wohl nicht zugehört, meinte die Katze. Ich sagte doch, hier sind alle verrückt. Und dass du hier bist, wirst du ja wohl nicht leugnen. Und gute Nacht. Paket. Was? Annika, Paket machen. Das Paket. Das Paket. Das Paket. Das musstest du immer für ihn machen. Und dann hat er sich sicher gefühlt und konnte einschlafen. Ja, stimmt, das hatte ich ganz vergessen. Er nicht. Verstehe ich nicht. Es muss hier irgendwo sein. Ich hab's auf dem Tisch liegen lassen. Du wirst doch noch einen Tag ohne dein Handy auskommen. Nein! Henrik, hast du mein Handy irgendwo hingelegt? So geht doch endlich los. Gut. Henrik Sörenbrand, sind Sie bereit? Bereit, wenn Sie es sind. Bis heute Abend. Habt einen schönen Tag. Der Gletscher am Höhe der Eiszeit ca. 400 Millionen Tonnen. Norwegen 900 Meter tiefer als jetzt. Heutige Hebung des Landes noch immer 9 mm pro Jahr. July 19, 1981, 12:12 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Charles, Prince of Wales und Lady Diana Spencer geben einander das Ja-Wort. TV-Zuschauer weltweit 750 Millionen. Kleid aus elfenbeinfarbenen Seidentaft.
und 8 Meter langer Schleppe. Charles trägt Uniform eines Fregattenkapitäns mit blauer Brustschärpe. Ist das für mich? Ja. Das ist ja toll. Das war der Tag, als wir weggegangen sind, Papa und ich. Henrik, ich wollte nicht weg damals. Ich war ja noch ganz klein, ich war erst 9. Ich konnte es nicht entscheiden, weißt du? Ich wollte dich nicht alleine lassen. Zu Hause. Henrik, ich kann hier nicht bleiben. Ich kann dich besuchen kommen. Du kannst mich besuchen. Aber ich kann hier nicht bleiben. Ich wohne in Oslo. Und meine Freunde sind da. Mein Freund. Meine Arbeit. Gewicht der Gletscher am Höhe der Eiszeit ca. 400 Millionen Tonnen. Norwegen 900 Meter tiefer als jetzt. Heutige Hebung noch immer 9 mm pro Jahr. Ach, seid ihr endlich. Ich habe mir schon fast Sorgen gemacht. Henrik, Annika, Beuer, Bre. Schön, schöne Blumen, Henrik. Wie war es denn? Es war sehr schön. Wir sind den unteren Weg gegangen. Unterem Weg? Den unteren Weg? Unterem Weg, ja, unterem Weg. Henrik. Feuerbrenn. Feuerbrenn. Henrik geht jetzt besser zu Bett. Zu Bett. Zu Bett, Henrik. Ja. Er freut sich. Ich danke dir. Guck mal, da oben unter deinem Schrank. Wie unterm Schrank. War das nicht viel zu anstrengend? Henrik geht wieder auf Beuerbrien. Mit Annika, mit Mama. Ja, darauf freue ich mich schon. Schlaf jetzt. Und danke für die Blumen. Sag mir bitte, dass du das nicht getan hast. Was? Ich hatte heute mehrere Anrufe auf meiner Mailbox, warum ich zu der verabredeten Telefonkonferenz nicht erreichbar war. Du nimmst deine Arbeit viel zu ernst. Das ist dein Problem. Ach so? Ach so, du meinst es... Was wäre denn gewesen, wenn du von dieser Telefonkonferenz gewusst hättest? Ich hätte den Ausflug ein andermal gemacht. Ja, aber du bist doch nur noch 2 Tage da. Und ich wollte, dass Henrik einen ganzen Tag mit dir alleine ist. Sag mal, wer glaubst du eigentlich, wer du bist? Das, was du ja heute gemacht hast, das ist extrem respektlos. Du kannst nicht einfach meine Mails löschen, nur weil es dir gerade so an den Kram passt.
Ich leite eine Firma. Ich trage Verantwortung für 200 Mitarbeiter. Das ist mein Leben. Henrik hat auch ein Leben. Und hat ein Recht darauf, mit seiner Schwester einmal glücklich zu sein. Das sagst du mir? Die du mich mit so einer Leichtigkeit im Stich gelassen hast? Wie kannst du das sagen? Du weißt doch überhaupt nicht, was damals geschehen ist. Und weißt du was? Ich will's nicht wissen. Ich will's endlich nicht mehr wissen. Tja, manchmal ist alles schwierig. Aber am Ende lohnt es sich dann ganz besonders. Es kommt alles zurück. Und es gab noch die alte Fähre. Mit Jaspersen. Haben Sie den noch kennengelernt? Oh ja. Yeah. Ich war draußen, jeden Tag. Und hab Steine gesammelt. Und sie versteckt unter der alten Glödersbrücke. Und wenn ich raus kann, habe ich den Gletscher gesehen. Und wusste, dass alles gut ist. Und immer sein würde. Ich war glücklich hier. Ich habe nicht verstanden, dass sie mich weggeschickt hat. Das habe ich nie verstanden. Dann ist es vielleicht jetzt an der Zeit. Eines Tages stand Penelope vor unserer Tür mit diesem Pappkarton. Sollte ihr jemals etwas zustoßen, so sollten wir ihnen das zukommen lassen. Danke. Es hat mir jedes Mal das Herz zerrissen, wenn Arne von der anderen nach Hause kam. Ich hatte schon gar keine Kraft mehr, keine Freude. Und dann nahm mich dieser Mann in seine Arme. Ich habe ihn kaum gekannt. Er hat mir mit seiner Liebe mein Selbstvertrauen wiedergegeben. Arne kann damit nicht leben, dass Henrik nicht sein Kind ist. Und deshalb will er mir Annika nehmen. Er sagt,
Annika wird der Preis sein, den ich zahlen muss. Mein Leben ist jetzt gut. Ich habe meinen Sohn großgezogen. Ich bin ein bisschen müde. Aber ich lese viel und finde Trost in dem, was weisere Menschen als ich gedacht und geschrieben haben. Dennoch der Schmerz bleibt. Der Schmerz, mein Kind verloren zu haben. Mein kleines Mädchen. Genau, das werden Sie herausfinden. Der Krankenwagen kommt gleich. Mama, ich habe deine Tagebücher gelesen. Warum hast du ja nie mit mir darüber gesprochen? Ich konnte es nicht. Gott's nicht. Du warst immer bei mir. Du warst mir immer ganz nahe. Wieso warst du nur das eine Mal da? Dein Vater hat mich erpresst. Er hat gesagt, Hendrik muss weg. Hendrik muss in ein Heim. Und wenn du ihn nicht weggibst, dann gehe ich. Und Annika nehme ich mit. Was hätte ich denn tun sollen? Hendrik hat mich doch gebraucht. Ich dachte, du wolltest mich nicht mehr haben. Wie kann ich denn mein kleines Mädchen nicht wollen? Mama? 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 Emma, Mutter muss weg! Mutter muss weg! Ganz...
Sie ist jetzt stabil. Aber sie muss noch im Krankenhaus bleiben zur Beobachtung. Sie werden ihre Sache richtig gut machen. Ja. Wie war es denn mit Henrik? Das letzte Mal war nur Penille fort, diesmal auch noch du. Er war total durcheinander. Aber jetzt schläft er endlich. Danke. Was wirst du tun, Annika? Was meinen Sie? Penille wird sich nicht ewig um ihn kümmern können. Und verstehe mich nicht falsch, meine Frau und ich lieben Henrik. Aber die Jüngsten sind wir auch nicht mehr. Und er akzeptiert uns auch einfach nicht wirklich. Was also wird aus ihm? Weiß ich nicht. Weiß ich jetzt nicht. Das ist alles schon beschlossen. Mama, es ist die beste Möglichkeit vorübergehend. Und das weißt du auch ganz genau. Henrik lebt seit seiner Geburt in seiner eigenen Welt. Fairland ist diese Welt. Außer ist doch vollkommen fremd für ihn. Ich weiß gar nicht, wer das verkraftet. Und außerdem, jemand muss sich um ihn kümmern, ständig. Tag und Nacht. Ich werde mich kümmern. Du weißt gar nicht, was du dir da zumutest. Ich habe natürlich schon jemanden organisiert, den tagsüber betreut. Betreut? Er braucht keine Betreuung, er ist nicht krank. Natürlich ist er krank. Autismus ist eine Krankheit. Er ist ein toller Mensch, aber er ist nicht normal. Ach Gott, normal? Was ist denn schon normal? Du weißt doch nur nicht, wohin mit dir ohne ihn. Du weißt gar nicht, wie ungerecht du bist. Du weißt gar nichts. Mama, du warst dein ganzes Leben für ihn da. Und jetzt kümmere ich mich. Das Haus wird leer sein. Henrik, du machst jetzt eine große Reise mit Annika. Es wird dir gefallen. Oslo hat einen großen Hafen. Oslo. Oslo. Thank you.
ruf dich an, sobald wir da sind, ja? Ja. Das ist das königliche Schloss. Wenn du willst, können wir da mal hingehen. Erbaut 1848 im klassizistischen Stil. Führungen täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr stündlich. Eintritt 95 Kronen. Tickets an Postämtern sowie unter Telefon 81533331. Genau. Wenn wir gleich oben sind, werde ich dir Lasse vorstellen. Lasse? Von dem ich dir auf der Fähre erzählt habe. Henrik? Das ist Lasse. Und Lasse, das ist Henrik. Henrik? Ich bin jetzt immer für dich da, wenn deine Schwester arbeiten muss. Freut mich, dich kennenzulernen. Morgen früh um 8 Uhr, da hole ich dich ab. Und abends bist du wieder mit Annika zusammen. Das kriegen wir schon hin. Ja. Nimm doch noch etwas mehr Tee, sagte der Hase zu Alice. Ich hatte ja noch gar keinen. Wie könnte ich dann mehr haben? Erwiderte Alice etwas beleidigt. Du meinst, du kannst nicht weniger haben?
klärte sie der Hutmacher auf. Es ist sehr einfach, mehr als nichts zu nehmen. Was ist denn da, Henrik? Keine Gletscher. Wir haben versucht, die besprochene Linie durchzuziehen, aber dass du nicht dabei warst, hat auch nicht gerade geholfen. Naja, jetzt bin ich ja wieder da, ne? Guten Morgen. Jedenfalls kam gestern um 4 die Mail. Der Verband hat Klage eingereicht. Was? Ich habe sofort den Anwalt verständigt. Jetzt ist er da. Ach, scheiße. Ole, die gehen bestimmt an die Presse. Ich sehe schon vor mir. Der große, böse Buchmulti und auf der anderen Seite der kleine Verleger, den wir fertig machen. Das einen Monat vor dem Weihnachtsgeschäft. Das kommt nicht gut an. Also, was machen wir jetzt? Naja, wir haben Klage eingereicht. Also sollten wir mit Ihnen reden. Das sollten wir tun. Hey, Henrik, das ist ja eine Überraschung. Hi, Annika. Verabredung. Hi, Lasse. Wie war denn euer erster Tag heute? Auf jeden Fall sehr abwechslungsreich. Tiki-Museum, Nationalgalerie, Wiegeland-Anlage. Ach so, wart ihr überall? Dein Bruder, der ist echt ein wandelndes Lexikon. Ich habe noch nie so viel gelernt an einem einzigen Tag. Oh, Wahnsinn, oder? Ist doch auch so kalt. Keine Chance. Hendrik hat gewonnen. Hey. Nach Hause! Henrik, wir haben uns doch extra mit Mika getroffen. Du sollst doch meinen Freund kennenlernen. Dein Freund ist Mika? Ich bin sicher, Henrik, das war ein verdammt anstrengender Tag für dich. Jeder vernünftige Mensch würde jetzt nach Hause gehen wollen. Bist du sicher? Ganz sicher. Okay. Okay. Jedenfalls, es hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Die Freude war ganz auf meiner Seite. Er kann das nicht mit sein. Ich rufe dich später an, ja? Bis gleich. Bis später. Henrik? Hallo, hier ist Annika Sörenbrand. Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Signal. Hi, hier ist Annika Sörenbrand. Please leave your message after the beep. Hallo, Annika. Henrik, ihr seid nicht da. Mama. Schade. Mama. Ich versuch's dann später nochmal. Wo seid ihr denn? Ich vermisse euch. Ja, es läuft alles, es läuft gut. Ja, und der Betreuer ist auch sehr nett. Er heißt Lasse. Und hat Henrik heute schon halb Oslo gezeigt oder umgekehrt, je nachdem, wie man will. Das hört sich gut an. Und dann waren wir noch mit Mika Eis essen. Ach, kommt er mit Henrik zurecht?
Ja, ja. Ja. Ach, Mama, alle mögen Henrik. Was macht ihr immer so abends? Du, wir machen das Gleiche, was ihr auch gemacht habt. Wir essen zusammen, wir lesen zusammen. Zählen Spaghetti. Naja, jetzt schläft er. Ja, bestimmt. Braucht er noch seine Zeit. Schön, dass du angerufen hast. Gute Nacht. Kalle, wir arbeiten nicht gegen euch. Und wir sitzen doch hier zusammen, um uns zu unterhalten. Aber nur, weil ihr einen massiven Imageschaden befürchtet. Wir haben Klage eingereicht, damit die restlichen 400 Buchhandlungen nicht auch noch vor die Hunde gehen. Und deswegen sitze ich hier. Kalle, ich kann nicht einfach mal ein paar Prozent runtergehen. Wenn ich das mache, kann ich meinen Laden direkt dicht machen. Siehst du, ihr habt eure Haltung überhaupt nicht geändert. Weil wir nicht die Regeln des Marktes außer Kraft setzen können, Kalle. Nicht von heute auf morgen. Ja. Bücher sind dasselbe wie Zündkerzen. Das hast du in diesem Raum hier gesagt. Ja. War dumm von mir. Sechster Stock! Nicht das, was ich mit seinem Kreuz. Schwester! Ganz ruhig! Annika! Annika! Ganz ruhig! Schwester! Tut mir total leid. Er wollte unbedingt her. Wir haben vor dem Gebäude gestanden und dann ist er plötzlich losgerannt. Ja? Ich bin gleich da, Henrik. Noch 45 Minuten. 45 Minuten? Komm, wir warten unten. Meine Schwester? Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Es ist nicht leicht, ne? Mir war einfach nicht klar, dass es eigentlich überhaupt nicht geht, auch nicht übergangsweise. Es ist ja jeden Tag irgendwas mit ihm. Es geht ihm nicht gut. Ich habe überhaupt keine Zeit. Ich muss mich noch um Henrik kümmern. Okay, ich rufe dich dann später mit dazu. Gut, bis dann. Henrik? Das hier sind die aktuellen Verkaufszahlen. Und für das Treffen um 14 Uhr habe ich dir hier die Statistiken ausgedruckt. Okay. Lasse. Was? Ich komme natürlich sofort mit der nächsten Fähre. Nein, Mama. Nein, genau das wirst du nicht tun. Also, wenn jemand ihn finden kann, dann bin ich das. Hör mal, Oslo ist nicht Fjärland. Oslo ist eine Stadt mit 500.000 Einwohnern. Habt ihr schon die Polizei verständigt? Ja, natürlich haben wir die Polizei verständigt. Wir haben alles mobilisiert, was geht. Annika. Es tut mir so leid.
Meinst du, ich hätte Henrik mit dir gehen lassen, wenn ich nicht gewusst hätte, dass du die Kraft hast, für ihn zu sorgen? Den Verstand? Das Herz? Ich habe gewusst, dass du es schaffen wirst. Ja, aber ich hab's nicht geschafft. Er ist weg. Irgendwo. Du musst ihn finden. Du kannst dich in ihn hineindenken. Du musst dich in ihn hineinfühlen. Du bist seine große Schwester. Danke, Mama. Ich melde mich bei dir. Wie fühlt man sich in jemanden hinein, der Herr Günd auswendig kann? Erinnerst du dich, als du mich angerufen hast? Am ersten Abend, als du in Fjärland warst. Als du sagtest, du hast einen Bruder. Da habe ich... Vielleicht kann sich die Chefin von Norgebuchs nicht in Henrik hineinfühlen. Aber Annika kann es. Abfahrtzeiten 8.30 Uhr und 14.30 Uhr. An Sonn- und Feiertagen nur 12.30 Uhr. Was soll ich denn jetzt machen? Ich denke, dass dieser außergewöhnliche junge Mann nach Hause will. Dass er da vielleicht nicht der Einzige ist. Und wir? Ich liebe dich. Deshalb will ich, dass du glücklich bist. Aber doch nicht ohne dich. So habe ich das nicht gesagt. Ich will lieber dich manchmal sehen. Unglücklich. Als immer dafür unglücklich. Weißt du eigentlich, was für ein toller Typ du bist? Ich muss ja zu dir passen.
Irland. Irland, Feuerbrech. Feuerbrech. Auf dem Höhepunkt der letzten Eiszeit war Norwegen von einer über 2 Kilometer dicken Eisschicht bedeckt. Dieses Eis band dermaßen viel Wasser, dass der Meeresspiegel weltweit 100 Meter tiefer lag als heute. Gleichzeitig drückten die Tonnengewichte des Eises das Land bis zu 900 Meter tiefer. Doch dann, vor erdgeschichtlich gar nicht langer Zeit, begann sich das Eis zurückzuziehen. Und das Ende der Eiszeit war gekommen.